Auf den Beinen dieser Ziegen ruht die Hoffnung der armen Farmfamilien von Grahamstown. 140 Vierbeiner bilden den Grundstock für das Makana Goat Project, einer Kooperative von Kleinbauern in der Provinz Eastern Cape, die aus Ziegenmilch Käse machen und verkaufen will. In der Apartheidsära, allen Grundrechten beraubt und strukturell benachteiligt, leben viele Bewohner der Region Makana noch heute in Armut und Arbeitslosigkeit. Mr. Mamani ist einer von 30 Kleinbauern, die sich zum Makana Goat Project zusammengeschlossen haben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Kooperative umfasst 9 Farmen, von denen 7 Ziegen züchten und 2 das nötige Futtermittel anbauen werden. Finanziert unter anderem durch den südafrikanischen Staat und die Europäische Union, kann sich das Makana Goat Project auch auf die Unterstützung von Stadtverwaltung und Bezirksverwaltung stützen. Ein ortsansässiger Wirtschaftsförderer berät in Managementfragen. Der Deutsche Entwicklungsdienst unterstützt das Makana Goat Project durch einen Agrarexperten, der als Fachkraft in der Bezirksverwaltung tätig ist und unter anderem die Kooperative beim Aufbau der Käseproduktion berät. Kernstück der Unterstützung ist die Einführung eines Mentorenprogramms, bei dem erfahrene Viehzüchter die Kleinbauern beraten. In einem Training kann man das praktisch gar nicht vermitteln. Das heißt, man muss unter Anleitung verschiedene Phasen durchlaufen und verschiedene Probleme dann lösen, wann sie auftreten. Und das kann man theoretisch durch ein Kurzzeittraining nicht erreichen. Deswegen eben Mentoring, was über Training hinausgeht. Anfangs lief in der Kooperative nicht alles nach Plan. Das Makana Goat Project hatte mit Managementfehlern zu kämpfen. Die Kooperative galt in der Region als gescheitertes Projekt. Erst als das Management ausgewechselt wurde und neue Partner ins Boot geholt wurden, ging es bergauf. So when the farmers took over the farms, they had to start almost every infrastructure on the farm. The state of farms were not active in a sense that there were no agricultural activities that were occurring on the farm. Heute ist das Projekt auf dem besten Wege, die Anerkennung in der Region zu bekommen, die es sich inzwischen verdient hat. Was auch daran liegt, dass mittlerweile alle Projektpartner an einem Strang ziehen.